Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder zu unserem Mystery Crochet Along eingeschaltet habt. Ja, ich bin einmal ringsherum. So sieht mein sitzender Hund, mittlerweile habt ihr es ja gesehen, schon aus. Ja, der Untergrund, man erkennt es nicht wirklich. Aber ist nicht schlimm, ich habe euch ja letzte Woche einen Vorspann gedreht und da seht ihr ja diese Stelle. Heute gab es keinen Vorspann, ich mache das nur alle zwei Folgen, also eine Folge ohne und eine mit. Ja, gucken wir einfach mal, was wir zu häkeln haben heute. Ich bin jetzt eigentlich davon ab, dass ich jedem erkläre, was wir hier machen. Ich glaube, alle sind groß genug, um zu verstehen, wenn da eine, welche Folge haben wir? Keine Ahnung, Zahl steht, dass das denn nicht ein Video ist, wo ich ewig erkläre, was wir zu tun haben. So, ich gehe von aus, wir häkeln heute Reihe 20 von unserem Mystery. Alle schreien sie ja. Einmal auf Stopp drücken, einmal abfotografieren, wie auch immer ihr das macht oder aufschreiben. Manche schreiben sich das ja so mit, die haben ja ein Blatt und schreiben sich das jede Woche mit. Und manche fotografieren es ab und ja, gerne jetzt machen. Gut. Und dann schauen wir mal. Wir fangen mit unserem Zählmuster, mit dem Zählmuster von der Vorrunde an. Das heißt, bis dahin häkeln wir erstmal nur Stäbchen. Heute habe ich irgendwie nichts Schweres eingeplant, damit das sich nicht rollt. Ja, aber so erkennt ihr ja. Doch, so erkennt ihr noch alles. Ist noch alles zu sehen. So, also erstmal Stäbchen bis ran. Ich habe schon fast meine Hausaufgaben beendet. Das mache ich noch. So, und bei mir verschwindet so langsam das Weiße und geht ja im Mittelgrau über. Ja. Das heißt, es fehlt nur noch ein Faden, der mittelgrau wird und dann noch der schwarze natürlich. Und dann bin ich nur noch dabei, mit mittelgrau meine Decke weiter zu arbeiten, ohne Verlauf oder irgendwas. So, jetzt haben wir... Aber ich habe noch ganz viel Garn, das liegt hier, ne? Nummer 3 ist noch ein bisschen da. So, 3 offene Kästchen häkeln wir jetzt. Ein geschlossenes haben wir da. Und ein offenes. So, dann zählen wir einmal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 geschlossene Kästchen. Ist also einmal, wenn ihr euch das an der Vorrunde merkt, einmal darüber. Gerne nochmal ruhig selber nachzählen, ob ich mich da nicht verzählt habe. Genau. Und dann häkeln wir.
Es tut mir leid, aber die Katze tut Schmatzen. Könnt ihr euch gar nicht entspannen heute. Bommi? Oh nein. Wieder eine Katzenfolge. So, letztes Stäbchen. Ich bin am Zählmuster angekommen und häkle eins über das Zählmuster, also ein geschlossenes Kästchen. Und dann folgen zwei offene Kästchen. So, und ab hier müsst ihr heute nicht zählen. Wir häkeln wieder, wie vorletztes Mal, einfach nur Stäbchen die ganze Zeit, ohne irgendwie vorher zu zählen. Heute ist einfach nur bis durch Stäbchen häkeln. Ich lasse noch mal ein paar Minuten die Musik laufen. Ihr könnt mir zugucken beim Häkeln und selber ganz in Ruhe häkeln. Einfach mal ein paar Minuten für sich. Jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir wieder alle auf. Die Reihe
Habt ihr soweit verstanden? Ihr wisst ja, was zu tun ist. Heute häkeln wir bis durch und morgen gibt es wieder ein Muster. Das Muster wird aus zwei Reihen bestehen. Jo. Und morgen gibt es die erste Reihe von dem Muster. Okay, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wer bis hierhin zugeschaut hat, lasst doch, vergesst bitte nicht, ein Däumchen da zu lassen, da freue ich mich drüber. Und natürlich über einen Kommentar und ein kostenloses Abo, dann verpasst du kein Video mehr. Und bis dahin, Dankeschön und bis nächste Woche, ich freue mich.